Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider auf dem Konfig-Kanal. Ich bin euer Sub2K und ja, die gute Lara hat jetzt hier tapfer den ganzen Tag ausgehalten, hat hier den ganzen Tag balanciert und jetzt zum nächsten Part kann man endlich loslegen und Lara, ich erlöse dich. Du darfst jetzt da runter. So, tiefer in die Anlage rein, direkt hier wieder in den nächsten Gebäudekomplex. Kommen wir hier hoch? Ne, okay. Gleich wieder umgucken hier. Da haben wir eine Laterne, die können wir bestimmt wieder schmeißen und damit Leute ablenken oder irgendwas in Brand setzen. Zielen und werfen, ja. Wo müsste man denn überhaupt lang? Müssen wir das vielleicht sogar hier dagegen werfen, damit das kaputt geht? Tatsächlich. Okay. Ich möchte mal was probieren. Wo sind denn die Ratten? Hier. Okay, kann ich die Ratten nicht töten, wie es aussieht. Also nicht, dass ich das jetzt wollte, aber mich hat das jetzt einfach mal interessiert. Okay, nicht, dass hier irgendwelche... Ah, Bergung ist gut. Irgendwelche Kanister oder so hochgehen, das möchte ich jetzt auch nicht. Ich denke, das wäre... ja, suboptimal. Ah, jetzt kriegen wir endlich mal eine Schusswaffe. Oh je. Yeah. Ich glaube, das war's mit ihm. Bogen ist oben. Okay, ich würde erstmal beim Bogen noch bleiben wollen, weil wir mit dem doch recht gut zurechtkommen. Bevor wir den retten, schaue ich mich erstmal um. Ah, hier gibt's nämlich ein Dokument. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Das Tagebuch eines verbliebenen Spähers, der die Sowjets beobachten sollte, als die Bahnverbindung zu diesem Ort vor Jahrzehnten bauten. Okay. Ich habe mir gerade noch überlegt nebenbei. Hier kommen wir bestimmt nicht raus. Oh, Russisch haben wir auf Stufe 1 erhöht. Okay, nicht springen. Hier ist ja Glas. Ich weiß nicht, ob der Bogen hier durchs Glas schießen kann. Vielleicht soll man dann doch lieber zur Pistole greifen. Vielleicht können wir den noch retten. Ja, wir haben einen Schuss mehr gebraucht wie nötig, aber Tomb Raider Zielsteuerung habe ich immer noch raus. Obwohl das 2013er Projekt jetzt auch schon ein paar Monate her ist. So, was hast du denn so? Mit dir können wir reden. Ich will aber erstmal hier das aufheben. Was haben wir denn da bekommen? Eine Feder oder wie? Also so eine. Und hier ist ein Schloss, hier kommen wir nicht weiter. Fehlende Ausrüstung, dafür brauchen wir den Dietrich, okay. Vielleicht finden wir den hier irgendwo. Dietrich, auch ein neues Objekt. Sie haben ihn gefangen. Was? Was? Oh nein. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, kann man den nicht irgendwie einen von unseren Verbänden abgeben, aber ich glaube, für einen Verband ist das ein bisschen zu spät. Nun gut, können wir leider nichts machen, können dem armen Mann leider nicht helfen. Von daher schauen wir uns hier mal weiter um. Waffen wechseln, ja, das weiß ich, wie man Waffen wechselt. Das brauchst du mir nicht erklären. Ja, ich demonstriere dir es. Hier kann ich so Bogen. So, zwei Federn und ein Erz wieder. Was liegt denn hier so Feines? Ach, das ist Pistolenmunition, ne? Die blauen, genau. 8 Schuss, sehr schön. So, mal da oben. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ein... Ich möchte wieder runter. Was ist die Taste zum wieder runterlassen? Okay, gibt's nicht. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, wechseln wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Ist doch wieder der Konstantin, ne? Du hattest ja die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten.
mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Nicht in die Augen drücken. Man kann ja gar nicht hingucken. Oh. Ich glaube, jetzt sieht er gar nichts mehr. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Das tut mir meine Augen sogar weh. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht finden wir den Dietrich irgendwo da hinten und können dann. Finden sie einen Weg ins alte Gefängnis, dahin die Tür öffnen, aber ich glaube, den finden wir erst später und dann zum gegebenen Zeitpunkt müssen wir ja zurückkehren. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, das ist nicht aufgefallen. Das aber. Ah, der hat's zu spät geschalten. Fähigkeitspunkt. So, ist hier noch irgendwo einer? Na, da hinten. So. Was? War kein Kopfschuss? So, ich glaube, da haben wir doch schön aufgeräumt, oder? Ah, der ist noch geduckt. Ist hier irgendwo noch einer? Ne, jetzt. Gut. Haben wir doch wieder schön gelöst, oder? Beim Springen fällt ich zwar gern mal irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber das klappt dann hier wieder umso besser dafür. So, haben wir uns die große Schießerei erspart. Ach, das bist du hier. Boah, wollen wir den erlösen? Ich meine, der ist blind und ich... Selbst wenn er das überlebt, ich weiß nicht, ob der hier lebend rauskommt, weil er ist ja jetzt für die Truppen nutzlos. Der hilft ihnen ja jetzt nicht mehr weiter. Blind und voller Schmerzen. Ich gucke nochmal hier kurz ab, ob wir hier irgendwo was zum Sammeln finden. Sieht aber nicht so aus. Ich tue dem mal den Gefallen und werde ihn erlösen. Tut mir leid, mein Freund. Ah, das waren jetzt weniger Schmerzen, als du jetzt noch haben wirst. Haben würdest. So, was haben wir denn hier? Dich können wir nochmal looten. Hier haben wir Pistolenmunition, aber da haben wir voll. Dich könnten wir werfen. Aha, 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 okay. Da drüben ging es auch nochmal hoch. Brennbare Barriere. In weißen, hellen Stoff gewickelten Objekte oder Öl können angezündet werden. Aha, okay, verstehe. Das hatten wir auch mal im letzten, im 2013er Tomb Raider Teil. Ah, hier ist bloß noch so eine Lampe. Allerdings nur in einem Grab. Das hat man nur in dem Grab, glaube ich. Ansonsten nicht. Ich kann jetzt vielleicht auch, vielleicht ist es auch nur die eine Stelle, aber vielleicht stellt es auch, spielt das jetzt auch eine größere Rolle. Also hier oben ist nichts mehr, überall nur noch Lampen. Falls man doch mal irgendwie eine vorbeiwirft oder so. So, dich nehmen wir mit. Und werfen dich hier drauf. So, gucken wir uns das Spektakel mal von hier an. Oh, ich glaube, damit haben wir uns jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Bleiben wir erstmal in Deckung. Oh, die sollen hierher kommen. Die sollen hierher kommen. So. Aua! Hat der da noch irgendwas geworfen oder wieso wurde ich jetzt verletzt? Oh, 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 oh. Oh, oh, die werfen irgendwelche Brandgranaten oder solche Späße, aber. So. Nee, der ist tot, ne? Der lebt noch. So. Englische Ahnen. Dafür habe ich jetzt für den Killen ein Achievement bekommen, okay. So, noch einer hier. Nehmen wir mal unseren Modus hier und gucken mal. Ne.
Oh. Bist du hier etwa die Herausforderung für dieses Gebiet? Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht Propaganda entfernen. Uns nicht an der Arbeit hindern. Wow. Nee, ach, das war ein Wandgemälde. Konnten wir Russisch lernen. Und hier vorne haben wir ein Wandgemälde verpasst. Stimmt, daran kann ich mich noch dran erinnern. Haben wir auch verpasst. Naja. Doof gelaufen, passiert. Ich hoffe mal, das eine Wandgemälde fehlt uns dann nicht, um eine Sprache zu perfektionieren. Okay, hätten wir auch auf das Fass schießen können. Dann wäre der gute Herr in die Luft geflogen. Aber geht auch so. Scheiß auf Pistole und scheiß auf Fässer. Das kriegen wir auch so hin. So, hier geht's nicht rein, hier geht's drüber, ne? Was sagen wir überhaupt die Zeit? Ah, wir haben noch. So, und das sieht doch nach unserem nächsten Lager aus. Gibt's hier noch was zu holen, bevor ich mich hier kurz niederlasse? Ne, sieht nicht so aus. Ein Sackgassenschild, da vorne hüppelt ein Hase rum. Können wir hier nochmal Holz holen? Ja, aber unser Inventar ist voll, können kein Holz mehr mitnehmen. Vielleicht können wir ja nochmal was bauen. So, setz dich, Lara. Hast du uns was zu erzählen? Ja. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander, aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Ja. Seine Männer sprach von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht ein Freund von Sophia. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Hm. Vielleicht ist es ja ein Freund von Sophia und die vertraut uns dann wiederum. Ja, sie gerät immer mit religiösen Eiferern aneinander. Wie bei Tomb Raider 2013 auf der Insel Yamatai mit der Sonnengöttin. Wer Tomb Raider 2013 noch nicht gesehen hat, kann ja auch mal hier auf dem Konfig-Kanal vorbeischauen. Sie sagt Insel Yamatai und das Abenteuer der Sonnengöttin. Auch sehr toll. So, was skillen wir denn jetzt mal? Was haben wir denn noch so? Ziel fixiert Zeit für aufgeladene Bögenschüsse, also dass wir noch nicht so schnell schießen. Okay, das nehmen wir mal, das klingt gut. Habe ich dir erst gesagt, der Jägerpfad ist nicht so geil. Jetzt habe ich ja sogar am meisten geskillt. Okay. Wir können noch unsere Waffen upgraden. Pistole können wir mittlerweile auch upgraden. Haben sogar zwei verschiedene. Den Mondschatten und den Revolver. Der Mondschatten ist überall besser, außer in der Schussfrequenz. Warum auch immer eine Pistole eine schlechtere Schussfrequenz wie ein Revolver hat. Aber okay, wir rüsten mal die Pistole aus. Aber wenn wir was verbessern können, dann gucken wir natürlich zuerst auf den Bogen. So, wir können die Schussfrequenz erhöhen. 12 Bergungsgut kosten die, 26 haben wir. Machen wir. Errungenschaft freigeschaltet, die Waffenschmiede, okay. So, und die Pistole könnten wir auch noch verbessern. Wir müssen jetzt auch unser Inventar ein bisschen leer räumen, dass wir wieder Platz für Neues haben. Wir können den Schaden erhöhen, die Rückstoßstabilität, die Nachladegeschwindigkeit und die Munitionskapazität. Meine Güte, ist doch auch nicht so schwer, das Wort. Was machen wir denn mal? Nachladegeschwindigkeit, Munition, Rückstoß oder ganz klassisch den Schaden. Ja, machen wir mal ganz klassisch den Schaden. Die anderen kümmern nicht. Okay. 1 von 12 Upgrades. Es gibt insgesamt 5 Pistolen. 3 haben wir schon gefunden. Die halbautomatische haben wir zumindest die Teile gefunden. Ach ne, die können wir nicht so finden. Die kümmern nur über die Teile. Okay. Revolver haben wir 12% abgeschlossen. Was auch immer wir da gelevelt haben. Und den provisorischen Bogen haben wir 60% abgeschlossen. Also wir werden bestimmt auch irgendwann noch einen neuen Bogen kriegen. Definitiv. Kletteraxt zu 25% abgeschlossen, aber da kommen wir jetzt nicht rein, wenn wir nichts. Doch, kommen wir rein. Aber egal. Wir haben eh nicht mehr. Wir haben nichts mehr zum Skillen, sonst wird es uns ja angezeigt. Von daher. Ja, Regionsübersicht. Gräber wird mir immer benachrichtigt, wenn man in der Nähe ist. Okay, ich dachte, ich habe einen Bogen. Hab's zumindest mal geschafft, jetzt ein Haus zu töten. So, gab ein Fell. Ja, immerhin. So, gibt es sonst noch was Feines? Auf den Ausgucken müssen wir hoch. Ja, gibt es hier noch was Verstecktes irgendwie? Da ist eine Karte, da ist die Gebietskarte. Da müssen wir dran denken. Hier haben wir noch ein Blatt. Okay. So, mal gucken, ob wir von hier oben schlauer werden und mir das Gefängnis sehen. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben.
Ja, da den Hang hoch ist, glaube ich, eine schlechte Idee. So, jetzt wollen die mich bestimmt hier lang schicken. Aber ich lasse mich erstmal hier runterfallen. Und hier gibt es bestimmt noch was zu finden. Außer die Karte vielleicht noch. Ich gucke mich erstmal hier um. So, hier ist nichts. Dann nehmen wir die Karte mal mit. So, Dokumente und Wandgemäldepositionen wurden enthüllt. Hier war eins, das haben wir eins, was haben wir verpasst. Aber nur für den Bereich, wie es aussieht, für hier hinten nicht. Ja gut, eins haben wir verpasst, ein Dokument, ein Wandgebilde. Nicht so schlimm, überlebt man. So, was haben wir denn hier noch? Hier könnten wir nicht drüber springen. Das ist ein bisschen weit. Aber hier gibt es noch was zu holen und hier gibt es noch was zu holen. Hier hoch? Nee. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Okay. Kommen wir hier jetzt auch wieder hoch oder müssen wir hier drüber zurückspringen? Ja. Okay. Also war nicht dumm, dass wir erstmal hier runtergesprungen sind und uns hier erstmal umgeguckt haben. So, und wo führt denn jetzt diese Rutsche? Oh, langer Weg, oder sind welche? Oh. Oh. Ich bin kein Feind. Verbündeter in der Nähe. Optionale Mission verfügbar. Er ist kein Feind. Wenn du kein Feind bist, wer bist du denn dann? Hier haben wir schon wieder ein Lager. Okay. Und ein Waffenteil. Das ist der dritte Teil unserer halbautomatischen Pistole. Ach nee, das ist ein... Kriegt man noch nicht auf. Fehlende Ausrüstung. Da brauchen wir den niedrig. Na gut, wer bist du denn? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Bis morgen.